Die Opposition hat ihrerseits heute den Wahlkampf eröffnet. Wir zeigen Ihnen Ausschnitte aus der Pressekonferenz der CDU Niedersachsen. Die neue Mehrheit im Parlament verhält sich nach meiner Einschätzung sehr verantwortungsvoll und besonnen. Wir müssen schnellstmöglich in Niedersachsen zu politischer Normalität zurückkehren. Und die politischen Parteien sollten aus meiner Sicht auch in Stil und Wortwahl, in der Bewertung des politischen Mitbewerbers wieder zu einem Maß und Mitte zurückkehren. So manche verbale Entgleisung ist völlig unangemessen. Und wir sollten schnellstmöglich wieder deutlich machen, dass es um demokratisches Miteinander gehen kann. Man muss immer zum Miteinander zusammenarbeiten können. Das gilt auch für bei fragilen Mehrheiten immer mögliche Veränderungen von Mehrheiten. Es ist dem Ministerpräsidenten nicht gelungen, diese Mehrheit beisammen zu halten. Und er sollte meines Erachtens auch die notwendige Souveränität aufbieten, jetzt wieder auch in der Wortwahl der Bewertung dieser Situation wieder zurückzukehren zur Normalität und auch Anstand gegenüber politischen Mitbewerbern. Insofern kann ich nur allen anbieten, dass wir mit dieser Mehrheit auch in den nächsten Wochen sehr sorgfältig umgehen werden und den anderen politischen Parteien auch anbieten, gemeinsam im Sinne einer guten Sache für das Land zusammenzuarbeiten und die notwendigen Entscheidungen jetzt im Parlament voranzubringen. Darum geht es. Das ist das ausschließliche Ziel, das ich mir, was wir uns gesetzt haben. Und mehr gibt es meinerseits zurzeit auch gar nicht zu sagen. Werden Sie denn auch noch mal bis zur Neuwahl des Landtages eigene Gesetzesvorhaben noch mal einbringen? Nicht die jetzt nur schwerpunktmäßig abarbeiten, die bereits vorliegen. Dazu gehört sicherlich auch noch mal die Änderung des Schulgesetzes, denke ich mir. Sondern noch mal eigene Gesetze, damit Sie Ihre Vorstellung da noch mal konkretisieren können. Das ist ehrlich gesagt nicht seriös, wenn wir das machen würden, weil wir jetzt ja schon das Problem haben, dass die Abläufe so sind, dass viele Gesetze von denen, die jetzt schon hier eingebracht sind, bis zum Ende der Legislatur Alterlauf, also 14. Januar 2018, gar nicht mehr zu beraten oder endzuberaten gewesen wären. Das heißt, wenn wir jetzt ein neues Gesetz einbringen würden, wäre das wirklich nur zur Show und deswegen werden wir das nicht tun. Wir werden also nichts tun, um jetzt zu tun, als ob wir Regierung seien. Das machen wir nicht, sondern wir werden mit denen arbeiten, was wir haben. Da gibt es genügend Schwerpunkte, beispielsweise beim Tariftreue- und Vergabegesetz. Da wissen Sie, gibt es einen Regierungsentwurf, einen Entwurf von uns. Jetzt können Sie mal zweimal raten, welcher Gesetzentwurf möglicherweise durch diesen Landtag kommen könnte. Das Gleiche gilt für einige andere Gesetze, wo wir natürlich eben auch noch die Positionen, die wir haben, dort aufnehmen werden und nicht das Handeln der Regierung sozusagen direkt abbilden. Also das muss die Regierung dann schon so mitmachen. Aber das wird so passieren. Aber neue Gesetze wären nicht seriös. Noch eine Frage zur VW. Bleibt irgendetwas von den Vorwürfen in Sachen Regierungserklärung heute übrig, nachdem ja etwas anderem anscheinend erweckt wurde? Wer was wusste, zu welcher Zeit? Ich glaube, es geht am Ende gar nicht um die Frage, wer wann was wusste und ob das bereits im Parlament besprochen wurde. Das war ein öffentlicher Vorgang. Wobei man ja schon darauf hinweisen muss, dass die Regierungsmehrheit zum Jagen getragen werden musste. Denn immerhin musste man mit dem Staatsgerichtshof drohen, um überhaupt weiteren Einblick in die Aktenunterlagen zu bekommen. Ich bleibe dabei. Ich halte diesen Vorgang, dass eine komplette Regierungserklärung einem Konzernvorstand vorgelegt wird, für wenig geeignet, um die notwendige Distanz zu wahren und insbesondere nicht in einen Interessenkonflikt zu geraten und in dem man letztendlich ist, denn man ist Kontrolleur und nicht Kontrollierter. Und aus dieser Situation muss VW dringend heraus. Deswegen habe ich heute mehrfach vorgeschlagen, erstens den ersten Sitz für Niedersachsen dem niedersächsischen Ministerpräsidenten zu übertragen und den zweiten Sitz im Aufsichtsrat tatsächlich einem externen Fachmann, einer Wirtschaftsprüferin zu übertragen und gleichzeitig die Professionalisierung der niedersächsischen Staatskanzlei vorzunehmen, also einen externen auch in die Staatskanzlei zu bestellen, einzustellen, der sich ausschließlich um diese Beteiligung kümmert. Etwaige Vorschläge, die da im Raum kursieren, von hinsichtlich eines möglichen Verkaufs der 20% Anteile, entbehren jeglicher Grundlage und sind völlig absurd. Niedersachsen wird diese Anteile nicht verkaufen. Ich sehe uns hier in der Verantwortung und auch Kontinuität mit Blick auf 120.000 Mitarbeiter, 80.000 bei den Zulieferern, an 6 Werkstandorten in Niedersachsen. Von daher bleibt VW für Niedersachsen systemrelevant
und auch systemrelevant im Übrigen für Deutschland. Insofern bleiben wir beim 20%-Anteil.